Ja, hallöchen, Freunde der guten Laune und der besseren Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, wunderschönen guten Tag zur Einführung von Palworld, dem meistgehyptesten Spiel, nicht nur auf Steam, sondern auch auf den Konsolen. Zumindest habe ich es jetzt hier für die Konsolen entdeckt und dieses Video richtet sich wirklich an all diejenigen, die sich überlegen, sich das Spiel zuzulegen. Besonders für diejenigen, die den Game Pass besitzen, ihr könnt dieses Spiel kostenlos spielen. Das Ganze ist noch in der Beta-Version, das heißt, es ist noch mitten in der Entwicklung, es kommen immer wieder neue Sachen hinzu. Und uns erwartet im Palworld eine Mischung aus Pokémon und Ark, habe ich mir sagen lassen. Bei Steam tatsächlich 25.000 Bewertungen und die durchschnittliche Bewertung liegt bei sehr positiv. Und selbst auf der Xbox haben wir über 600 Bewertungen bei 4 Sternen. Das heißt, bei 600 Bewertungen, ja, die gesamte Xbox-Community spielt gerade aktuell dieses Spiel oder hat zumindest dieses Spiel gespielt. Und wir werden gemeinsam mal gucken, was können wir hier machen, was müssen wir hier machen. Und ihr könnt mal gucken, ob es ein Spiel für euch wäre. Für all diejenigen, die vielleicht das Spiel kennen, und gerne für die Leute wie meine Wenigkeit, aber auch anderen eine Hilfe darstellen wollen, könnt ihr gerne was in die Kommentare verfassen, wie man am besten am Anfang sich zurechtfindet. Das heißt, dieses Video richtet sich jetzt nicht danach, hier, so beginnt ihr das Spiel, sondern eher so, hey, das ist das Spiel, guckt euch das ganz gerne mal an. Wir sind hier mitten im Hauptmenü, wir können das Spiel beginnen, wir können einen Mehrspieler-Modus teilnehmen mit Einladungscode, aber nur Survival Guide, das ist wahrscheinlich so ein kleines Tutorial, das überspringen wir einfach und die Option haben wir. Ich würde mal sagen, wir beginnen ein neues Spiel. So, hier sind wir auch schon. Wir können unseren Charakter erstellen. Vielleicht auch eine ganz coole Sache. Wir haben natürlich die Voreinstellung. Da können wir uns sämtliche Charakter auswählen, wie wir gerne wollen. Von jungen Damen bis jungen Herren aller möglichen. Etwas älteren Herren können wir uns auch hier nehmen. Aber wir wollen ja ganz gerne was Eigenes machen. Das heißt, wir können erstmal gucken, was können wir hier machen. Wir können den Körpertypen bestimmen, ob Typ 1... halt eher so ein bisschen in diese weibliche Richtung oder in die männliche Richtung. Dementsprechend könnt ihr natürlich auch solche Körper machen. Also genderneutral möchte ich ganz gerne mal meinen, aber ich mache ganz ehrlich das hier. Hautfarbe könnt ihr bestimmen, da könnt ihr zum Beispiel sagen, hier dunkel, ziemlich weiß, rötlich, so Namekianer-Style oder Hulk-Style. Wir können den Torso Größe bestimmen, so können wir zum Beispiel machen. Boah, ja, das hat schon was von Markus Rühl so ein bisschen. Ja, und so sehe ich quasi aus, jedes Mal nach einem Gym-Auftritt. Okay, können wir ja beginnen. So, das Gesicht können wir auch bestimmen. Wie gesagt, wir können es eher männlich angehaucht oder weiblich angehaucht. Wir haben aktuell diesen hier. Wir können aber natürlich auch sagen, wir nehmen jetzt einfach den hier. Dann sieht das natürlich ungefähr so ja aus. Süß, okay. Gut, Haare können wir auch bestimmen. Da haben wir doch ein paar Frisuren auf alle Fälle zur Auswahl. Wir nehmen einfach mal Tüte hier. Genau, ja, das passt schon irgendwie. So, also das ist unser Charakter. Sieht er nicht schön aus? Können wir einen Namen geben? Glaube ich nicht, wahr? Aber passt schon. Das wird unser Charakter sein. Wir beginnen mal ein neues Spiel. Oh. How cute. Oh ja. Holla, die Waldfee. Meine Freundin sagt auch immer, wir sollen nicht so viel bestellen. Jetzt weiß ich warum. So, the tower are the key. Das war jetzt so ein bisschen der Slogan gewesen. So, das Tutorial. Öffne mit Start das Menü. Ah, hier sind eigentlich im Endeffekt alle unsere Inventare, unser Team, wenn wir wahrscheinlich im Mehrspieler-Modus spielen oder halt diese komischen Pokémon hier haben, Technologie-Sachen, wo wir wahrscheinlich was entwickeln können, Paldex, also wahrscheinlich wieder Pokédex, also Pal passt ja auch Pokédex oder Paldex, die Gilde und natürlich die Option an und für sich und schau dir im Tab-Option den Survival Guide an. Survival Guide. So, Steuerung mit Tastatur, mit Controller geht auch, die Spielzeit an sich, ja, quasi die ganzen Sachen, also ihr habt hier eine schöne Hilfestellung im Endeffekt, sammle herabfallende Äste, was sind das? Das sind Hühnchen, also Äste sollen wir sammeln, Schickipi, tut der mir was? Oh, wir können bauen, primitive Werkbank, können wir nicht irgendwie, boah, kann ich mit dir was machen? Oh, shit, sorry, sorry. Komm her.
Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Palworld? Okay, gut. Können wir den jetzt hier irgendwie aufsammeln? Das tut mir jetzt gerade ein bisschen leid. So, damit können wir anscheinend anvisieren. Okay. Okay, hocken können wir auch. Wir können springen. Aha, Emotes können wir auch geben. Jo. Okay, läuft bei uns. Jo, gucken wir uns mal an. Wo sind wir denn hier? Oh, da hockt ja jemand. Expeditionsüberlebender. Okay. Oh, Stecker sollen wir ja aufsammeln. Das machen wir mal. Einfach hier auf X drücken. Ganz simpel gehalten. So, wir sammeln jetzt mal alles auf, was wir hier finden können. Können wir Blumen pflücken? Können wir anscheinend nicht. Aber es sieht gut aus. Wow. Also ich bin geneigt zu gucken, ob wir das mal auf VR probieren. Ich weiß, ihr seid keine VR-Fans, aber das Ganze läuft auf Unreal Engine. Ich glaube, das könnte was werden. So, hier haben wir noch ein paar Stöcker. Oh, da haben wir ein Chickipie Level 2. Attacke! Yeah! Ba-ba-ba! Okay. So, okay. Wir sollen, wie gesagt, eine primitive Werkbank errichten, öffne den Menü-Technologie-Bildschirm und schalte Palfähre frei. Das können wir mal machen. Okay, was ist das? Was sollen wir machen? Warte mal, Menü-Technologie-Bildschirm, Palf und schalte Palfähre ein. Ja. Okay, was können wir da machen? Ein Hilfsmittel, dem sich Pals fangen lassen, ist Massenware und wirkt deshalb nur bei schwachen Pals. Oh, krass. Okay. Das heißt, wie machen wir das jetzt so? Na komm, wir bauen erstmal unsere kleine Werkbank. Aber ich würde mal ganz kurz mit den Typen hier reden. Wo war denn der gewesen? Wo sind wir? Oh, wir müssen eigentlich nach oben, wa? Aber ich gehe jetzt schon mal davon aus, also das ist wirklich ein gefundenes Fressen für alle Pokémon-Fans. So, wir reden mal mit den Überlebenden. Ich hoffe, ihr greift uns jetzt hier nicht an. Hallöle! Ein Schiffsbrüchiger? Jemand, der nach Pals riecht? Ist mir länger nicht mehr untergekommen. Diese Insel ist die reinste Hölle. Von denen mit mir beherkamen, ist keiner mehr am Leben. Ein nach dem anderen wurden sie vom wilden Pals abgemurkst. Was? Das gibt's? Pass bloß auf dich auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar geben, aber um hier zu überleben zu können, musst du dich selbst ranhalten. Okay. Hat uns das gegeben? Ja. Achso, er hat uns Holz gegeben. Wow. Supi. Was haben wir hier? Schnellreise freischalten. Achso, ja, gerne. Also im Endeffekt, ihr habt ja oben rechts ein Tutorial. Das würde ich erstmal wirklich nachgehen. Das heißt, wir fangen wirklich von oben an, indem wir wirklich mal hier unsere primitive Werkbank errichten. Ja, das bauen wir einfach mal hier hin. So, halten um zu bauen. Nice. So, Rezept wählen. Jetzt können wir wahrscheinlich irgendwas herstellen, wie zum Beispiel eine Holzkeule. Das können wir ja mal gucken. Produktion beginnen. Halten, um zu arbeiten. Also ganz simpel. Ich muss wirklich dazu sagen, das Coole ist, weswegen ich auch das Video machen möchte. Ich bin Idiot. Ganz einfach. Also ich komme bei Spielen immer nicht so richtig rein. Aber man kommt irgendwie jetzt rein. So, jetzt haben wir wahrscheinlich... Ah, hier. Geil. So, jetzt will ich mal ganz gerne so ein Pal fangen. Die laufen ja echt überall rum. Also ich denke mal, oh komm, so ein Hühnchen greifen wir uns mal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Angriffsbefehl. Keine Pals im Team, du hast keine Palmsphäre. Okay, müssen wir mal gucken, ob wir sowas jetzt hier holen können. Ach, da brauchen wir, okay. So, stelle Palmsphäre her. Okay, das können wir gleich mal machen. Können wir die Bäume hier fällen? Ah, bestimmt ist so eine Keule irgendwie nicht gerade
hilfreich dafür. Das Doofe ist, sie sind eigentlich so mega friedlich. Hi! Hahaha! Habt ihr gesehen? Oh! Oh, der ist sauer! Gut. Greife ein Pal an, um ihn zu schwächen und wirf dann... Ah, okay. Aber wie gesagt, wir müssen ja erstmal was herstellen. Ist natürlich die Frage, wo kriegen... Oh, der kann ja sogar klettern. Wir brauchen eine... Oh, die ist ja... Oh, oh! Warte mal, kann man hier irgendwo rauszoomen? Das... Holla die Waldfee, die Karte ist groß. Die ist wirklich riesig. So, wir gucken mal auf Technologie. Palladium, Bruchstücke, Stein. Okay, Stein kriegen wir relativ einfach. Wie können wir das gucken? Wir brauchen ja öfter Menü, Technologie, Bildschirm, Palm Box frei. Ach, wir bauen denen auch richtige Betten und so. Palm Box. Hier. Was kann das da? Eine Anlage zur Aufbewahrung gefangener Pals. 10 Pals in der Box werden nach und nach LP wieder. Ach, okay. Süß. Ja, komm, schalten wir mal alles frei. Also das Freischalten kostet ja, glaube ich, keine Ressourcen. Oder doch? So, wir brauchen auf alle Fälle Steine, Holz, all solche Sachen. Hier ist, glaube ich, ein Stein. Jo. Können wir den eigentlich angreifen? Ja, irgendjemand, irgendwie muss man überleben, wa? What the fuck? What the fuck? Was ist das denn? Oh, lauf, 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 lauf. Die sind Level... Warum sind die denn so stark? Oh, oh. Oh, fuck. Haha, Idiot. Lauf, 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 lauf. Ach, weil ich jemand angegriffen habe. Hier gibt es Polizei. Okay. Oh, oh, das sieht gut aus. Guck mal hier. Oh, fuck. Warum? Oh, der kann sogar klettern. Ja, kommt mal hier rüber. Oh, das ist eine Brücke. Ich glaube, ich brauche sowas wie eine Spitzhacke noch, wa? Oh, guck mal, da unten leuchtet was. Ach, Mist. Haha. Ausgetrickst. Edgy Badge. Was ist das denn? Versuchen wir mal irgendwie hier zu entkommen. Komm, renn, mein Freund. Renn so schnell, wie es geht. Boah, was ist das denn? Auch so viele Eindrücke hier. Stein. Was haben wir hier? Oh. Dumme Frage, kann ich auch irgendwie entkommen? Oh, ein kleines Schaf. Ha! Warum sind die denn überall? Oh, da unten liegt wieder was. Oh, ich habe ein Bruchstück entdeckt. Hi! Was ist denn dein Problem?
Hä? Lauf ich jetzt hier noch bis zum Ende der Karte? Oh, was haben wir denn hier? Eine Palmsphäre. Wie geil. Läuft bei mir. Oh, endlich. Ich habe ihn jetzt eigentlich nur geschlagen. Das Doofe ist, wir müssen leider wieder... Oh, hier ist noch eine Palmsphäre. Wie geil. Die liegen also auch überall so ein bisschen rum. So, wir sammeln alles hier auf an Rohstoffen. Oh, hier sieht es ja cool aus. Okay, warte mal. Hier werden wir uns auf alle Fälle noch was bauen. So. Ey, das sind ja nicht so viele Rohstoffe mit der Werkbank. So. So. What the heck? Was ist das denn? Den will ich haben. Ein Marmorrest. Level 38. Na, den machen wir nachher fertig. So, jetzt soll ich erstmal gucken, was haben wir denn hier? Eine Schatztruhe. Das ist ja cool gemacht. Gut, eine Sache wollte ich jetzt noch gucken. Oh, wir haben sogar 30 Palmsphären bekommen. Sehr cool. Technologie. Ich würde ganz gerne... Ach, guck mal, haben wir genau. Weil ich will was herstellen. Holzkeule, Handfackel. Einmal stellen wir Ditte her. So, erhalten. Und dann stellen wir das hier her. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich simpel gemacht. Und das macht richtig viel Spaß. So, ich will mal gucken, wie können wir das Werkzeug jetzt wechseln? Ah, guck mal. Megasphäre haben wir auch einmal. Krass. So, ah, hier. Ganz einfach. Hier. Hier ist unsere Steinaxt. So, jetzt können wir wahrscheinlich... Ich habe hier irgendwo was gesehen. Oh, hier geht da richtig was ab. Gut, jetzt können wir wahrscheinlich solche Teile hier kaputt machen. Das sind bestimmt solche Palmsphäre-Elemente. Genau. Guck mal. Palladium-Bruchstücke. Damit können wir Palmsphären herstellen. Ah, ach, das ist so cool. Also ich, mal ganz kurz. Das ist... Ja, eine gute Mischung sowieso aus Pokémon und Ark. Es ist aber simpel gehalten. Also wie gesagt, für mich als absoluter Noob in allen Spielen, die es gibt, und selbst wenn ich das Spiel 200 Stunden gespielt habe, bin ich immer noch Noob, ist es sehr einfach reinzukommen. Und es macht Spaß. Werden hier irgendwo... Ha! Warte mal ab. Nein! Oh scheiße, das bringt doch gar nichts. Fangen wahrscheinlich jetzt 26%. Naja. Ah, du bist sauer, wa? Kann ich verstehen. Paff! Oh, wie cool. So, du gehörst mir, mein Freund. Mein allererster Pal. Wie geil. So. Jetzt kann ich den quasi werfen. Oh, verdammt. Oh, hey, hey, hey. Ah, oh nein. Ach, verdammt. Einmal nur raufdrücken, genau, auf LB. Geil. Okay. So, jetzt könnte ich Folgendes machen. So. Attacke! Nein, du sollst angreifen. Ah! Komm, wir greifen jetzt hier irgendeinen Gegner an. Hier, den hier zum Beispiel. Kannst du den angreifen? So, der folgt mir jetzt. Greif ihn an! Nein! Hier! Hier! Jetzt greif ihn an! Ja! Oh. Oh. Verdammt. Cool. Ob das doch klappt?
So, wie kann ich aber euch eigentlich jetzt hier so aktivieren? So, ich hole mir jetzt nochmal ein paar andere. Oh, sammeln ist immer gut. Hier vorne zum Beispiel. Oh, die sind ja süß. Hi! Bleib hier! Hey, 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 hey! Ich tu dir nichts. Also, ich will dir was tun. Verdammt! Hi! Ja, rennst du deinem Freund, wa? Oh! Verdammt! Oh, was haben wir denn hier? Ein Ei! So. Welches Level seid denn ihr? 4? 5? 3? Ah, den nehmen wir uns, Level 5. Oh, das sind Katzen! Nein! Egal! Cool! So, ja, hungrig. Wir machen uns gleich mal ein schönes Lager. So, jetzt ist aber das Ding... Ja, wir können den ganz mit Steuerkreuz ganz normal tauschen. Wie kann ich die denn jetzt hier rausholen und die greifen irgendjemanden an? Oh. Oh, da ist aber jemand sauer, wa? Ja! Oh! Wer ist... Oh. Schon tot. Okay. Das ist cool gemacht. Mal ohne Schmarrn. So, wir sammeln mal hier so ein bisschen was auf. Das ist aber auch so riesengroß. Es macht richtig viel Spaß. So, Schnellreise freigeschaltet. Es ist simpel, macht Spaß. Ja, und gibt einen auch so das Gefühl, gut, wir spielen jetzt auf der Schwierigkeitsstufe normal nur, halt weiterzukommen. Also nicht gleich am Anfang irgendwie so schwer zu erscheinen, dass man irgendwie nicht mehr weiterkommt, sondern irgendwie, ja, schicki. Was haben wir hier? Oh, Goldmünzen, Holz, Megasphären. Wir können mal gucken, was sind denn jetzt eigentlich hier die Megasphären? Ein Hilfsmittel, mit dem sich Pals fangen lassen. Die verbesserte Wirksamkeit macht den Fang von einer größeren Auswahl an Pals. Okay, oh. Kann ich gut gebrauchen. Okay. Also ich würde mal sagen, wir sammeln hier noch ein bisschen was auf. Dann werden wir uns mal ein bisschen um unser Lager kümmern. Können die uns eigentlich auch dabei helfen, um welche Ressourcen zu sammeln? Wie ist denn das da? Ja. Wie geil. Genau, mach weiter kaputt. Oder der hat aber mehr... Obwohl, nee, wir sind noch ein bisschen stärker. Was sieht eigentlich, wenn ich jetzt noch mehr von dem freilasse? Ach, mehr geht gar nicht. Ah! Okay. Also ich würde gerne in der Folge, auch wenn die vielleicht ein bisschen länger sein wird, würde ich sehr gerne den Großen versuchen zu fangen. Klingt total idiotisch, aber wir haben Megasphären. Das heißt wahrscheinlich, ja, ist sowas wie ein Superball bei Pokémon. Die normalen Palsphären sind relativ normale Pokémon-Bälle. Jetzt mal so umgangssprachlich. Was haben wir denn hier? Okay. Oh, ist es aber hier dunkel. Ist ja wie bei Ark. Total dunkel. Was ist das hier? Ach, rote Beete. Ah, wir sind Level aufgestiegen. Läuft bei uns.
Oh, was ist denn das denn? Ein Pinguin. Ah ja, warte mal. Schlafen wir alle? Oh, oh. Oh, Kälte ist gar nicht gut. So, flieg! Bist du eigentlich... Na, was? Aber bei manchen, also wenn die schon stärker sind, dann musst du auf alle Fälle schon... Ich sag, den Großen will ich irgendwann mal haben. Ich sag, sammeln wir noch ein paar Sachen hier ein, dann gehen wir mal in unser Lager zurück. Was ist das denn? Okay. Oh, was ist da? Achso. Ich frage mich auch. Oh, hoppla. Mich alle jetzt hier angreifen? Oh, manche sind aber trotz all denen, dass sie nur Level 3 sind, am 5 Strichen doch ziemlich stark. Müsste ja, glaube ich, reichen. So. Dann werden wir mal ein bisschen was bauen hier. Wir richten uns jetzt hier mal eine richtig schöne kleine Mini-Zentrale. Zack, fertig. So, was haben wir hier noch? Wir können natürlich hier auch noch neue Sachen. Ah. Oh, nein! Oh, ich bin tot. Nein, oh, bitte nicht. Ich war so gut gewesen. Na, bitte da, wo wir gestorben sind, ja? Sind wir hier gestorben? Ach, guck mal, zeigt uns sogar an, wo wir gestorben sind. Auch nicht schlecht. Ach, Feuer, warte mal, ich brauche mal hier ein Feuer. Ach, wir frieren auch so. Und wir verlieren natürlich dadurch auch sukzessive... Oh, natürlich. Also schnell ein Lagerfeuer machen. So. Oh, aber einige meiner Pals habe ich auf alle Fälle. Das ist schon mal ganz gut. Der Pinguin hat mir den letzten Rest gegeben. Alles einsammeln. Okay. So, wie mache ich jetzt ein Lagerfeuer? Team, Technologie. Muss ich hier irgendwie was herstellen? Wie mache ich denn hier ein Lagerfeuer? Oh, es wird langsam Tag, also mir geht es langsam besser. Trotzdem wäre natürlich jetzt hier... Oh, was ist das denn? Oh, ein Tompet. Gut,
So viel dazu. Dann bauen wir mal den hier. Okay, ist der Rückbau, ne? Das ist ja Quatsch. So, wir können ein paar Bäume hier fällen. So, können wir uns wenigstens ein bisschen bewegen. So, wie baue ich aber jetzt zum Beispiel so ein Palbox oder generell so ein paar Sachen? Brauche ich jetzt immer eine flache Stelle? Wie ist denn ditte? Ich will jetzt zum Beispiel was bauen. Zum Beispiel jetzt die Palbox. Aber eigentlich will ich erstmal die Truhe bauen. Darauf! Ach, ach Gott. Gut. Und, einmal bauen. Cool. Ja, wir bauen uns hier was richtig Schönes. Hier wird unser allererster Unterschlupf. So, einmal öffnen. Und da können wir alle Sachen reinpacken. Das hier. Sehr viel Holz. Beeren. So. Wie Gewicht. Ach so. Auch cool gemacht. Die Beeren, also die roten Beeren, haben natürlich eigentlich so gut wie gar kein Gewicht. Oh, nur sehr wenig. Ich habe gerade ein bisschen Schiss bekommen. Aber dich will ich sowieso gleich mal angreifen. Aber ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. So, also Freunde, ich würde jetzt mal sagen, wir werden jetzt nun mal fix so ein bisschen ein Lager aufbauen, in dem wir so ein bisschen hausen können. Und dann könnte man einfach im Zuge dessen, ja, für weitere Folgen oder generell einfach mal sich ein kleines Lager errichten, damit man einfach hier ein bisschen, ja, sich weiter Survival wirtschaften kann. Weil hier sind ja einige Parts, die sind stärker. Und wie gesagt, da ist ja nur dieses große Mammut dort irgendwo. Das würde ich mir auch ganz gerne holen. Das können wir ganz gerne mal machen. Erstmal mal ganz kurz mal hier. Zack. Machen wir das mal voll. Einmal hier voll. Einmal da voll. Das können wir uns zwar so gut wie gar nicht mehr bewegen. Ist aber auch egal. Weil... das basteln wir uns mal jetzt hier hin. Oh, Alter, wir sind ja wirklich richtig voll. So, und da können wir nämlich mal unsere Pals aufladen lassen. Bestimmt, boah, 4, 5, 6, 7 auf einmal bestimmt. So, Palbox-Management, Lagerverbesserung und Schnellreisen können wir da vornehmen. Packen wir mal den da rein. Den da rein, also generell auch ein Aufbewahrungsort. Und da steht ja noch drin, wie lange die ungefähr brauchen zum Heilen. Was haben wir hier? Level 3, Level 6. Cool, schon cool gemacht. Die nehmen wir jetzt mal doch noch mit. Ich glaube, die können wir ganz gut gebrauchen. Gut. Dann Nahrung. Da. Sollen wir nächstes Lagerfeuer haben? Nachts wird es nämlich kalt. Gehen wir auch so ein bisschen aus Ark. Uns wird kalt. Wir verlieren Energie und können irgendwann sterben. Ah, schön. Dann können wir hier natürlich irgendwas ja, entwickeln, wie zum Beispiel gegrillte Beeren und allem möglichen. Das machen wir mal. Produktion beginnen. Einmal halten. Ganz simpel. Ach, auch süß gemacht. So, einmal erhalten. Gegrillte Beeren.
Und die können wir natürlich dann schön hier einmal vernaschen. Die können wir für unsere Pokémons, also ich sag jetzt, verzeihen wir, ob ich es nur Pokémon sage, oder uns natürlich geben. So, dann einmal bauen, Infrastruktur, ein mieses Bett, nicht genügend Materialien. Wir brauchen noch Wolle. Ein Palmstrohbett, auch süß gemacht. Ja, wenn du irgendein Paar hast, was dir gefällt, den kannst du quasi wie ein Freund andauernd mitnehmen. Wie gesagt, ich weiß, es wird noch viel abnormaler, weil die Paar können irgendwann richtige Waffen haben, Maschinengewehre und so. Ich fände den Anfang aber so zuckersüß und ich weiß noch gar nicht, wie mir das gefallen würde, wenn die erstmal Maschinengewehre haben. Aber werden wir einfach mal sehen. So, können wir jetzt hier irgendwie raufgehen? Achso, wenn wir mal den hier. Okay. Der braucht kein Strohbett. Dann würde ich mal sagen, sammeln wir uns mal einen neuen hier, wa? Achso, können wir eigentlich noch ganz kurz mal zur Technologie mal übergehen? Wir haben nicht neue Sachen freigeschaltet. Oh, Stoff. Sehr geil. Schild freischalten. So, das heißt, wie können wir jetzt Sachen... So, hier ist einmal ditte. Da können wir auch Klamotten herstellen. Da brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Stoff. Stoff müssen wir so. Normales Schild. Das ist, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Und ein Speer werden wir uns herstellen. Und dann werden wir uns mal jetzt zum Ende der Folge hin nochmal ein, zwei neue Paare holen, die ein bisschen stärker sind. Und uns, eine zweite Folge würde ich ganz gerne nochmal machen, uns darauf vorbereiten, dass wir uns mal so einen überdimensionalen Großen holen werden. So. Oh, Pfeil und Bogen ist auch nicht schlecht. Oh, wer ist denn das? Verzeihung! Hallo! Kaufen! Was hast du ein Schönes? Die brauche ich nicht. Hast du doch irgendwelche coolen Klamotten? Nee. Gut, alles in Ordnung. So, dann stellen wir noch ein paar Pfeile her. Zwölf an der Zahl, das müsste glaube ich erst einmal reichen. Ja, du bediene dich ruhig, alles gut. Du bist was herstellt, ich mach gerade Pfeil im Bogen. So, jetzt gehen wir mal hier rauf. Das sind unsere ganzen Sachen. Accessoire, Schild haben wir schon, sehr schön. Bogen haben wir auch schon. Okay. Ansonsten haben wir erstmal nichts. Klamotten brauchen wir Stoff. Dafür brauchen wir Wolle. Gut. Okay. Ein neues Pokémon. Level 4. Wir hatten da so ein Level 8, Level 11, Verzeihung, Level 11 Paar gehabt. Ja, den Mammut braucht man nicht angreifen mit Level 38. Das ist, glaube ich, absoluter Stummsinn, was du machen kannst. Aber den da hinten, der sieht ganz interessant aus.
So, Freunde, ihr seht, irgendwie sind alle unsere Werkzeuge mittlerweile kaputt. Ich würde mal sagen, komm, wir reparieren nochmal gemeinsam und können mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Du, es ist wirklich eine coole, auch wirklich für Anfänger simple Sache. Oder komm, alles reparieren. Ja, einmal alles reparieren. So, sind alle repariert? Jo, sind sie alle. Eine einfache, coole Sache. Und gerade, wie gesagt, Anfängerfreunde, muss ich echt mal sagen. Ich bin gespannt, was da hier alles kommt. Ich würde es mir ganz gerne nochmal für ein, zwei weitere Videos angucken. Der Besucher ist wieder gegangen. Welcher Besucher? Der fahrende Händler, oder was? Wir haben jetzt auf alle Fälle ein Lagerfeuer. Das ist schon mal sehr gut. Und ich würde mal sagen, wir sehen und hören uns einfach bei der nächsten Folge. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Yeah.